Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr eure Rolle vorwärts zur Sprungrolle weiterentwickeln könnt. Die Übungskarten haben wir von flamingo.de zur Verfügung gestellt bekommen. Voraussetzung für die Sprungrolle ist, dass ihr bereits eine Rolle vorwärts beherrscht. Insbesondere das Schwungabfangen mit den Armen, das Kind zur Brust führen und das Rollen über den runden Rücken sind wichtig. Wir beginnen mit einem Häschenhüpfer über ein kleines Hindernis, bei dem die Stützphase betont wird. Als nächstes ziehen wir unsere Rolle vorwärts in die Länge. Das bedeutet, dass wir weit nach vorne greifen und uns beim Absprung kräftig mit den Beinen vom Boden abdrücken. Der Unterschied zwischen Rolle vorwärts und Sprungrolle ist, dass es bei der Sprungrolle eine Flugphase gibt, in der weder Arme noch Beine den Boden berühren. Schülerinnen machen bei dieser Übung gerne ein Wettspringen, wer am weitesten vorne aufgreifen kann. Spätestens hier sollte ein zweiter Weichboden und eine Turnmatte hinter diesem aufgelegt werden. Als nächstes kombinieren wir die ersten beiden Übungen und führen eine angesprungene Rolle mit kurzer Flugphase auf den Turnmatten aus. Hierbei kann der Abstand variiert werden, indem die Matten weiter auseinandergeschoben werden. Für den nächsten Schritt haben wir ein Reuterbrett vor dem Weichboden aufgelegt. Auch hier wird sukzessive mehr Schwung genommen. Zuerst wird vom Reuterbrett abgesprungen, später dann mit Anlauf in das Reuterbrett eingesprungen und abgesprungen. Hierfür sollten die Schülerinnen den korrekten Einsprung in das Reuterbrett beherrschen. Also einbeiniger Absprung aus dem Laufen vor dem Reuterbrett, beidbeiniger Absprung vom Reuterbrett. Mit etwas Mut und Geschick lassen sich so echt erstaunliche Weiten erzielen.